Die russische Stadt Nowgorod am Wolchow. Das Tor zu den unerschöpflichen Weiten Russlands und seinen speziellen Handelsgütern. Hier bekommen die deutschen Kaufleute Seide und Samt, Brokat, aber auch Bienenwachs und Honig und vor allem kostbare Pelze. Waren, die in ihrer Heimat große Gewinne versprechen. Im Tausch bringen sie auf ihren Schiffen wichtige Fertigwaren nach Russland. Wolltuche und Metallwaren, ebenso Gold und Silber, aber auch Salz. Ein lukratives Geschäft für alle Seiten. Die deutschen Kaufleute bekommen umfangreiche Sonderrechte. Der Fürst von Nowgorod erlaubt ihnen, eine eigene Handelsniederlassung zu gründen. Streng bewacht, mit einer eigenen Rechtsordnung. Ein sicheres Quartier auf fremdem Boden. Das erste Kontor der Hanse, der Peterhof, mit der Peterkirche im Zentrum. Nowgorod ist nach Visby die erste gemeinsame Niederlassung der Hanse im Ausland. Weitere Kontore entstehen später in Bergen, Brügge und London. Dazu kommen über 40 kleinere Niederlassungen von Russland über Skandinavien bis England. Zusammen mit den Kontoren sind sie die erste Anlaufstelle für Hanse-Kaufleute im Ausland. In der Heimat und darüber hinaus schließen sich immer mehr Städte der Hanse an. Ein einzigartiges Handelsnetz mit großen Vorteilen für alle. Die Städte haben erkannt, dass nur ein übergreifender Bund eigentlich ihnen die Sicherheit, die Handelssicherheit geben kann, die sie brauchen, um ohne große Verluste Fernhandel treiben zu können. Zum Beispiel mit Norwegen. Etwa 100 Tage braucht eine Kogge von Lübeck bis Bergen. An Bord große Mengen von Getreide, Bier und Salz. Im Tausch für gepökelten Fisch und Tran.